Okay, back in action und warte, warte, halt, halt. Er hat sich was verändert. Nicht der Jim. Genau, ich hab mehr Seelen. Ja, ich bin nochmal nach Hylas Tower gegangen und hab mir da ein paar Seelen verschafft. Keine Angst. Ich hab da nicht wirklich besondere Sachen gemacht. Nur halt noch einmal durchgeglatscht. Alle besiegt. Und hat sie dann von 6.000 auf 14.000 hoch. Weil sie uns jetzt für das nächste Gebiet was geben muss. Zahn nämlich den Silver Cat Ring. Und der kostet 13.000. Und ich hatte leider nicht mehr genug. Naja. Oh, warte mal. Der Chip kann uns dabei jetzt helfen. Egal, ich habe jetzt meine Seelen schon dafür genutzt. Ist nur so eine Sache. Es besteht jetzt eine hohe Chance, dass ich das hier verkacke. Weil das sind... das sind Sprünge. Oder Fälle. Ja, man kann das natürlich auch leichter machen. Ich gebe zu, den ersten der Leitern hätte ich sogar schon aufstellen können. Blockstone. Ah. Ich weiß zum Glück schon. So, und jetzt muss ich mich entscheiden. Entweder ich gehe da lang, komme dann weiter runter, hier und da, oder ich gehe hier lang. Erstmal gucken, habe ich den richtigen Weg gewählt? Ich. Ah! Warte mal. Ah. Hä? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo genau ich bin. Ich habe auch vergessen, wo die beiden Gebiete hinführen. Oh, ja, richtig. Wir sind beides im gleichen Gebiet. Duh. Nur hier haben wir noch einen kleinen Boss, der uns erwartet. Ich hätte gerade kurz Angst, den Part nicht gestartet zu haben. Aber hier sind Ratten. Ratten mit Versteinerungseffekt. Terrification. Seht ihr? Sie machen nicht viel Schaden, aber wirst doch nur getroffen. Und dann hast du schnell den Boden des Abgrunds gesehen. So. Hier sind jetzt überall Stellen für Pharao Lockstones. Und Typen. Ah. Au. Und dafür habe ich auch ziemlich gut hier. So ein Flächenangriff. So, hier würden die Lichter ausgehen. Schadenspunkt Mainz. Hier, das ist das Einzige, was wir machen könnten, dann würde das Ding runtergehen. Ach komm, lass einmal einen nutzen. Es gibt noch einen zweiten, höher, aber schlecht. Diese Dinger hier zum Beispiel würden veranlassen, dass, wo ist denn? Ich bin nicht genau sicher, was das Ding macht, aber es gibt auch Teile. Veranlassen, Rattenstatuen eine bestimmte Soße auszuspucken. Für so eine kleine Grube vor ihnen. Das bewirkt so... Oh, da sind sie ja. Das bewirkt sozusagen, dass die... vorher gesagt, die Soße ist rüstungsschädigend. Also die gleiche, die wir da in den Shattered Woods gesehen haben. Wo wir Ornifex... Wir sind Ornifex noch nicht begegnet, oder? Ups. Sollten wir mal machen, weil ihre Waffen, ich nutze keine, aber ihre Waffen sind wirklich cool. Oder seine. Ich denke mal, Ornifex, das klingt weiblich. Hallo? Nein? Okay. Hier gibt es übrigens auch eine Gilde, aber die will ich nicht joinen. Die Gilde sozusagen beschütze dieses Gebiet hier. Ich fällt auch gerade auf, ich kann den Ring eigentlich jetzt wieder umtauschen. Ah! Aua. So, hier, diese Statue. Nein, 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 nein. Pickarbeit. Oh, cool. Dann würden diese Flecken gefüllt werden mit, dem Zeug. Eigentlich ist nämlich so gedacht, du invasierst andere Gebiete und nutzt die dann, damit der andere Probleme hat. Hier ist auch eine witzige Stelle. Hey. Was ab? Kommt der öfter? Nein? Dann gehe ich wieder. Und dann kommt sie erst. So bescheuert. Ich meine, da ist offensichtlich so ein Loch und... Das ist zu auffällig. Der nächste Boss ist wirklich easy. Aber muss sagen, man darf nicht zu leichtsinnig mit dem nächsten Boss umgehen, weil, wie ich ja gesagt habe, Versteinerung.
Hier ist die Arena schon übrigens. Das ist ein Boss, mit dem ihr nicht rechnet. Was soll der denn? Horse? Ne, voll Idiot. Okay. Noch einmal resten. Warum nicht? Und Zeit für den Boss. Der Boss ist auch etwas fies gedacht. Es ist. Es sind dran. Wer hätte es gedacht? Oh, coole Musik. Das Ziel, genug Ratten zu besiegen. Damit der Bosskampf weitergeht. Das war dumm. Ne, das meine ich. Sie machen überhaupt nicht viel Schaden, aber die Versteinerung geht uns irgendwann auf den Nerven. Ich versuche übrigens in dieser Ecke hier zu bleiben. Weil hier die zweite Phase beginnt. Da ist es. Royal Red Vanguard. Er kommt nämlich hier runtergesprungen gleich. Da ist er. Oh. Ah, weil einer der beiden Klingen abgewehrt wurde. Und geschafft. Jetzt hauen sie alle ab. Ich mach sie meistens dann noch fertig für extra Seelen. Die Seele von ihm und ein Rattenschwanz. Ah, so. Oh, 2000. Oh, ist nicht wirklich viel. Meint ihr, der Typ? Der sieht uns nicht an, weil wir ein Mensch sind. Aber mit dem Rattenschwanz beweisen wir ihm, dass wir gut genug sind. Keine Ahnung. Irgendwie ist in der Richtung. Jetzt gehen wir übrigens runter in The Gutter. Nein, nicht ganz. Wir sind auf dem Weg dahin. Ja. So gut man solche Sprünge auch drauf hat. Nie zu leichtsinnig umgehen. Das sieht man da hinten will ich nicht. Ich glaube, das war kein gutes. Hier ist nix, da ist nix. Gott, dann kann ich mir das Item mehr in Ruhe nehmen. Ein Blutungsstein. Nicht von Nutzen. Da werden wir auch noch gleich hingehen, aber erstmal. Oh, stimmt. Leute? Hopp. Ah, schade. Nicht erwischt. Egal, da werden wir auch noch nicht hingehen. Vielleicht werden wir es jetzt erstmal etwas leichter machen. Hier müsste eigentlich nichts auftauchen. Oh, interessant. Ja, hier werden wir ganz unten. Ich dachte, hier wäre auch direkt ein Speicherpunkt. Oder ein Bonfire, ja. Ist ja das gleiche. Einmal seufzen. Ganz schön stickig Luft hier drin. Und hopp. Ich könnte auch versuchen, da hinzuspringen, aber dann wird der Fall größer. Ah, ein Asche... irgendwas Ring. Das Ding. Erhöht unsere Versteinerungsresistenz bei 400. Ne, eigentlich wollte ich noch den. Jetzt müssen wir aufpassen. Die Typen da. Hochgefährlich. Und hochexplosiv. Es wird glücklicherweise einer nach dem anderen auf uns zukommen. Wollt ihr sie einmal hinschmeißen, explodieren sie und oh Mann, machen sie Schaden. Der große Heil. Ja, die große Heil. So, wir gehen jetzt dahin, wo er nicht herkam. Wo sie nicht herkam. Hier, zu ihm. Hier ist zwar eine Sackgasse, aber was Sackgassen sind, sind gute Items. Das hört sich seltsam an. Und es ist. Supplement Bone Dust. Das wird gestottert. Ja. Jetzt haben wir schon plus 4. Und immer noch nur 5 von diesen Hestes. Damals hatte ich 10. Immer wieder seltsam, muss ich gerade sagen. Weil ich habe ja einen zweiten Bildschirm und darauf sehe ich, da habe ich ja schön einen Desktop-Hintergrund. Mehrere. Und immer wenn ich aufnehme, ist das nicht das übliche Rüberwechseln, sondern, ich weiß nicht, vielleicht brauchen die beiden Programme zu viel Leistungskraft. Selbst für meinen PC. Dass ihr das zwar nicht merkt in der Aufnahme, aber ich merke, dass da das Bild nicht
einfach übergleitet, es springt sozusagen rüber. Behind? Natürlich behind, ja, wo sonst? Hier sich zurechtzufinden ist nicht wirklich eine Meisterleistung, aber hier runterzufallen, das wäre eine Meisterleistung gewesen. Oh. Haben die Gegner auf mich gewartet? Nein, da war eine Kiste. Ich war mir nicht ganz sicher, entschuldigt. Ich wäre erst der Meinung, nein, aber... Ah, das Licht wirkte so selten. Oh, Talk of Spire. Das ist... das Ding. Genau, wenn wir Leute invasieren, was wir vielleicht am Ende des Let's Plays mal, wenn ich schnell genug bin, dann... Oh, das wird sich dann die Leute fertig machen. Oh, noch einiges Zeit. Darf ich vorstellen? The Gutter. Wir werden schon mit einem fröhlichen Gutter-Hallo begrüßt. Irgendwo hier. So. Schneller dran. Oh Gott. So, in The Gutter ist ein sehr dunkles Gebiet. Ich überlege gerade, ob wir das... Ah ja, warum nicht? Wir erkunden es komplett. Die Gegner sind nicht so stark. Es gibt ein, zwei stärkere, aber... Naja. Das ist Glück nicht, was wir uns Sorgen machen müssen. Und die eine Stunde ist auch... eineinhalb Stunden sind auch glücklich gesprochen, weil... Wir werden ja auch noch Gegner begegnen, die uns weitere Sachen geben. Hier ist schon ein großer Bogen machen. Weil es kann sein, dass die Mitte zusammenbricht. Hinter uns erwartet uns auch noch jemand. Ich kenne dieses Gebiet gut, weil... Damals habe ich nicht alles entzündet. Oh, und wieder eine Frage an die Fans. Und zwar nicht. Ich habe gelesen, sollte man alle Fackeln hier anmachen, dann kommt an einer bestimmten Stelle, die wir vielleicht begegnen werden, ein Item. Oder er gesagt hat, kommt dann ein Boss. Ein Phantom kommt uns invasieren. Nicht auf eine Weise wie, oh, du wurdest invasiert, sondern es erscheint einfach. Wenn wir ihn dann besiegen, kriegen wir an einer bestimmten Stelle, schön markiert mit ganz vielen Fackeln drumherum, dass wir ein Item bekommen. Aber ich habe dieses Item nie gekriegt. Ich habe hier alles angezündet, mehrfach. Ruhe. Brenne, brenne. Ich weiß, es war dumm, das zu machen. Die Typen machen auch nicht viel Schaden, außer eine Art von Ding. Und zwar nämlich die Art mit den schwarzen Messern. Muss man drauf achten. Die alle sehen auch normal aus. Und da gibt es die, die anfangen zu schießen. Außerdem mal so gesagt, ist es auch möglich, diese Flüsse hier zu stoppen, sozusagen. Endgültig. Naja, nicht ganz endgültig für diesen Run. Bis wir wieder im Bonfire sind. Nach meiner Meinung, wenn wir es lang genug jetzt brennen lassen, hört es einfach auf und da, die Gulag ist, das Gulag ist weg. Hopp. So, jetzt ist es knifflig. Ich könnte reingehen und versuchen, Sachen zu kriegen. Das Dumme, das sind Leute, die mir nicht gefallen. Merkt ihr nicht, nur die Böse. Deswegen. Die haben den Explosion. Haben den Rückschussradius. So. Und da, seht ihr? Sie haben schwarze Schwerter. Die sind gefährlich. Der Rest, der kratzt. So ein Schlückchen nehmen wieder. Es kann auch sein, dass wir hier gleich invasiert werden. Wenn ich mich recht erinnere. Aber, ich weiß nicht. Er ist einigermaßen gefährlich. Er ist jetzt nicht wirklich brutal, aber er kann stören. Eine Kiste, stimmt. So, jetzt müssen wir auf. Hey, was ist das denn? Da ist ein Schatten. Genau. Die unsichtbaren Gegner, ey. Ich glaube, in dem dritten DLC kriegt man etwas mit, womit man die auch ohne sehen kann. Warum breche ich hier nicht durch? Hab. Wer hat geschossen? Du! Ey, ich hasse die alle. Da! Melinda the Butcher.
Ende? Echt? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich ignoriere sie auch vorerst. Bis ich gefunden habe, was ich... Ach, da oben ist sie. Nein! Ich hab's gesehen. Da checkt man einmal nicht die Kisten. Ist auch immer so. Wenn man sie nicht auswendig weiß, kommt immer der Fall, ich checke sie jedes Mal. Bis zu dem Punkt nicht, wo ich erwischt werde. Man steht auf dem Grabstein, der vergaß sie zu checken. Ich könnte übrigens ein Human Effigy verbrennen, damit ich hier nicht invasiert werden kann. Das hat den gleichen Effekt, wie wenn ich einen Boss besiege. Nur falls es dann ein Gebiet gibt, in dem man immer invasiert wird und die einfach zu schwer sind, kann man ruhig sowas nutzen. Und ich war auch schon fast fertig. Damn it. Okay, beginnen wir mit dem Feuer. Altes Gift, wie ich es jedes Mal hasse. Ich weiß, da kommen Leute. Und diesmal mache ich nicht den Fehler wie letztens. Oh, was? Ich war vergiftet? Ach ja. Ganz knapp überlebt. Die Typen kann ich jetzt auch gepflegt ignorieren. Mal kurz zur Frage, ob der wieder da ist. Nein, der Typ ist jetzt weg. Hopp. So, Versuch Nummer 2. Ohne Fackel diesmal. Hier. Man wird immer investiert, aber man kann sie nicht besiegen. Oh nein. Komm schon, warum da? Oh, geschafft. Oh nein. Lightning Wing Spear. Damn it. Wie komme ich hier jetzt am besten weiter? Ich könnte einen Heimkehrknochen nutzen. Aber ihr habt gesehen, wie viel Schaden. Ich nutze einen Heimkehrknochen. Aber ihr habt gesehen, wie viel Schaden das Ding macht. Oh, du willst mir jetzt nicht sagen, ich kann das Ding nicht nutzen. Oh, was für fiese Ärsche ihr seid. Überlebt. Aha. Ich wollte gerade sagen, und da hinten ist doch wohl jemand. Da ist sie wohl. Nein, sie steht da immer noch oben. War übrigens gerade sehr knapp. Komm runter. Doch nicht, wenn sie nicht will. Ah, wo ist sie jetzt? Hä? Das sieht gut aus. Soll ich den Rest auch noch anzünden? Ho, ho, ho! Wer ist der, den ich jemals von ihr gekriegt habe? Sie läuft in Verteidigungspose. Jetzt läuft sie wieder normal. Ach, ein bisschen Schaden durch das Feuer. Der war easy. Nicht so wie Fallon. Fallon. Wie auch immer heißt. Vermutlich Fallon. Habe ich einmal nachgeguckt. Auf einen Thumbnail genutzt. So, und dann haben wir die erste Runde geschafft. Natürlich absichtlich die falsche Runde genommen. Erstaunlicherweise haben wir noch keine Fackeln gekriegt. Was ist los, Spiel? Normalerweise schmeißt du einen mit Fackeln zu in diesem Gebiet. Hier, der Typ gibt da eine Fackel. Alle, die eine Fackel haben, haben, weiß ich, eine 50 oder vielleicht sogar noch höher, 5%ige Chance, eine Fackel zu droppen. Oh komm, hätte mir das nicht aussuchen können. Ja, hier, seht ihr? Fackel. Schon 5 Minuten drauf. Wow. Ach, da oben. What's up?
Die Kamera will aber gerade nicht. Da könnten wir auch lang. Das ist jetzt ein weiterer alternativer Weg. Jetzt gehen wir übrigens gerade den richtigen Weg. Also müsst ihr euch den hier merken, wenn ihr weiter wollt. Ich mache nur alles an, um... Das sieht schön aus, finde ich. Ja, der Gatter hat seinen Charme, aber... Solange alles so dunkel ist... Sieht nicht ganz so. Hier ist übrigens ein weiterer alternativer Weg. Hier oben ist auch ein alternativer Weg. Oder vielleicht sogar nur ein alternatives Item. Was war das? Das ist Fifi da unten? Kann doch nicht sein, das war ein seltsames Geräusch. Hab ich auch mal? Nein? Leck mich. Deshalb, ah ja, stimmt. Vor Duke Dear, The Duke's Dear Freya. Waren ja solche Statuen auch. Und da gab es auch, das habt ihr nicht lesen können, ein Schild, das sagte Revenge. Damit ist dieses Gebiet hier gemeint. Alle hassen dieses Gebiet. Naja, ich hasse es. Und hab's auch schon immer gehasst. Jedes Mal, wenn es auftauchte. Oh Mann, hab ich es auch damals die ersten 19 Mal vergessen. Ich könnte mich an praktisch jedes Gebiet erinnern, wenn ich da nochmal durchgegangen bin. Nur dann habe ich immer diesen Part hier Ich dachte mir, ja, ich gehe da runter und dann geht's direkt weiter zu Black Gulch. Aber nein, dann kam ich in dieses Gebiet und dachte mir, oh nein, es gab dieses Jahr auch noch. Ich muss mich allmählich beeilen. Ich habe nur noch vielleicht 4 Minuten, 6 Minuten, ey, zählen. Obwohl, nein, warte. Meine Uhr geht ja 2 zurück. Okay, da haben wir noch ein bisschen. Sie geht nicht und rund 2 Minuten zurück. Das ist so ein kleiner Trick. Morgens, wenn man es eilig hat, achtet man nicht so sehr drauf, dass die Uhr eigentlich falsch ist. Das war schlecht, das war sehr schlecht. Und irgendwie auch gut. Au. Das meine ich, die Typen, ey. Fürchterlich. Oh, danke für deine Fackel. Oh, komm. Warum nicht? So, jetzt wird's knifflig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die erschießen kann. Ja, das ist ein gutes Wort zu sagen. Einfach so. Bin ich da. All die Dinger da hinten schießen mit ihrem Gift. Ich muss gerade kurz Angst haben, dass hier jemand kommt. Weil ich gerade übrigens Licht habe, werden Gegner viel leichter auf mich aufmerksam. Ich überlege gerade. Der Sprung ist riskant, wirklich riskant. Genau deswegen. Genau deswegen. Oh. Ich hab's geschafft. 5-mal abgeschossen. Nicht mehr geschafft. Die sich ja dann immer so blöd anstellen muss. Oh nein, ich falle. Ich falle. Ich wurde am Kopf getroffen. Ich wollte gerade sagen, die Typen sind doch eigentlich leicht zu skippen, aber ich will gerade, warum sollte man sie skippen? Ich meine, das sind jetzt nicht die Imba-Gegner. So eine Fackel nehme ich doch gerne an. Da war wieder einer mit dem Schwert, der hat mir massig Schaden gemacht. Da ist jemand runtergesprungen. Ich würde ja auch von oben runterspringen, aber das Problem, leider bin ich ja durch den Boden gefallen. Gott, ey, Einhand ist man so schwach. Damals habe ich nur mit Einhand gekämpft. Das hat irgendwann dann nicht mehr ausgereicht, wer hätte es gedacht. Bis ich dann, als ich ein bisschen recherchiert habe hier und da, das meine ich, oh Gott. Die Typen können massig Schaden machen im Vergleich zum Rest. Was war denn das? Ja, ja, ich weiß, dass ich immer noch vergiftet bin. Keine Zeit. No time to explain. So, Versuch Nummer 2.
Mal gucken, ob wir diesmal da durch. Ah, da unten sind meine Seelen. Scheiße. Will ich diese Seelen? Will ich sie wirklich? Anscheinend schon. Ich bin schon wieder so blöd, bei ihr reinzufallen. Ja, die haben auch so einen riesen Radius. Was machen die nur damit, dass... Mit der Sophie... Gott! Er braucht schon Seelen! Kann man sich in der Hölle mehr als genug kaufen. Gott, dann skippen wir das dann. Versuchen wir jetzt mal wirklich dran vorbeizukommen. Ich hasse euch alle. Alles ab. Komm, komm her. So, zweiter. Ich will nämlich da lang wegen einer Abkürzung. Wie komme ich jetzt am besten? Oh, come on! Zu blöd zum Gucken oder was? Ich gehe nur ganz am Rand. Nein, der ist zu rutschig. Mal kurz vor Wut gestreckt. Alles nur wenig. Ich wollte gerade sagen, das ist eine blöde Aufnahme. Man hört das von jedem Let's Player zu sagen, und es stimmt. Wenn man dabei noch kommentieren muss, erst recht, wenn man schon etwas geübt im Kommentieren ist, weil man schon geplant hat, ein Let's Player zu sein und sich selbst geredet hat. Dann ist es wirklich schwerer zu spielen. Weil Stille ist jetzt nicht gerade förderlich. Gehen wir mal links rum. Natürlich sind wir sehr da. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. I don't care. I don't care. Hier ist ein Bonfire. Bis zur nächsten Folge. Ciao.